Hallo, ich bin's wieder, Gabi Fastner. Herzlich willkommen zu 30 mal 30 Minuten. Heute mit Intervall. Heute wollen wir unsere Kondition trainieren, also Kondition aufbauen, Fett verbrennen, Energie verbrauchen, das Herz-Kreislauf-System stärken, ganz wichtig auch. Und wir werden in Bewegung bleiben. Also, wir werden immer 30 Sekunden lang trippeln. Du kannst gerne auch gehen oder einfach nur die Füße abrollen. Und dann machen wir einen Schritt. Wir haben fünf verschiedene Schritte. Zum Beispiel Schritt zur Seite, den du so machen kannst. Oder du springst ihn. Also du kannst immer entscheiden, möchtest du auch springen oder nicht. Ich zeige dir immer Varianten. Und wir werden so langsam steigern. Wir machen zuerst die Schritte mal 20 Sekunden lang, dann 30 Sekunden lang, 45 und dann eine Minute. Toi, toi, toi. War natürlich so, wie es für dich okay ist. Trink noch einen Schluck Wasser und nachher auf jeden Fall ein großes Glas. Und jetzt starten wir mit einem Aufwärmtraining. Komm in eine Grätsche, Knie zeigen nach außen in Richtung Fußspitzen und du wippst ganz entspannt mit deinen Knie nach außen. Genau. Aufrichten, Spannung im Bauch und deine Schultern, die kreisen jetzt nach hinten. Natürlich wärmen wir uns auf, bevor wir dann so richtig starten. Mal rechte, linke Schulter im Wechsel nach hinten, rechts, links. Immer weiter und jetzt verlagere dein Körpergewicht. Schau mal, tippe nach außen und immer noch die Schultern mit großen Bewegungen zurück. Deine Ellbogen. Nochmal die Schultern. Und jetzt nur die Unterarme beugen. Lass die Schultern tief, kraftvoll. Ferse hochheben, rechts und links. Die Knie nach oben, hoch. Nach vorne die Knie, immer noch fest. Hier noch den Ellbogen zum gegenüberliegenden Knie. Schau mal. Wird schon wärmer, oder? Sehr gut. Und ohne Arme locker. Super. Ich würde sagen, wir starten dann, oder? Du kannst, also wie gesagt, roll mal gleich die Füße ab, Füße abrollen oder schneller und trippeln. Erste halbe Minute startet, ich mache uns den Piepser an, ab jetzt. Also trippeln. Komm, komm, komm. Komm, komm. Tempo, Tempo. Zehn Sekunden noch. Und erster Schritt, ein Schritt zur Seite, rechts, links oder du springst hin, her, hin. Her. Noch 4 Sekunden und trippeln. Tempo, kleine, schnelle.
darfst wirklich Gas geben. Gleich kommt der zweite Schritt, nur 20 Sekunden lang. Der zweite Schritt ist jetzt. Entweder gehen oder laufen. Komm, kannst immer gehen, wenn du willst. Du weißt ja, nur 20 Sekunden. Also wir steigern uns dann. Okay, trippeln. Dann kommt nämlich schon unser nächster Schritt. Nach 15 Sekunden. Und nächster Schritt ist entweder Bounce oder Twisten. Oder du bleibst nur bouncend am Platz. Mach nur weiter, weiter, weiter. Immer noch. Und trippeln. Nächster Schritt, gleich, 10 Sekunden noch, komm, 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 erste Methode so oder wenn du kannst, springst du und wichtig ist, leise landen und die Knie nach außen Richtung Fußspitzen. Also entweder gehst du oder du springst wirklich noch 3 Sekunden. Trippeln. Puh. Oder Füße abrollen. Komm, 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 komm. Immer noch. Unser letzter Schritt jetzt. Und ist entweder ein Tipp zur Seite oder wenn du willst, pendeln rechts, links. Aufrichten. 5 Sekunden. Und los geht's. Zweite Runde. Jetzt werden wir die Schritte etwas länger machen, 30 Sekunden lang. Trippeln bleibt immer bei 30, 15 Sekunden. Noch 4, 3, 2, einen, entweder so oder springen. Hin, her, hin, her. Durchhalten, ein bisschen länger durchhalten als vorher. Weiter, weiter. Letzten 5 Sekunden. Und trippeln. Noch 20 Sekunden trippeln oder abrollen. Überleg schon mal, was als nächster Schritt kommt. Entweder gehen oder laufen, genau. Denk an deine stabile Körpermitte. Zehn Sekunden noch.
und ganz kleine. Zehn Sekunden. Alles noch gut? Überleg schon mal, welcher Schritt jetzt kommt. Nächster Schritt, entweder bouncen oder twisten. Genau. Das machst du, wie du willst, wie es für dich okay ist. Und trippeln. Unser nächster Schritt ist dann genau der Jumping Jack oder gehen, 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 gehen. Atmen. Nicht vergessen. Und die Aufrichtung auch nicht vergessen. Weiter. 5 Sekunden. Entweder tippst du außen innen oder Jumping Jack. Also raus, rein, gehen. Wenn du springst, wirklich leise. Dribbeln. Und jetzt kommt dann unser letzter Schritt. Und da ist das Tap nach außen oder pendeln. Wird's warm? Jederzeit wirklich in deiner Schwierigkeitsstufe bleiben. Also jetzt kommt das Tap oder pendeln. Sekunden. Noch 5, 4, 3, 2. Dribbeln. Unsere nächste Runde. Und jetzt 45 Sekunden den Schritt. Tempo. Ein Schritt zur Seite. Gehen oder springen. So, 45 Sekunden. Auf. Komm, noch 25 Sekunden. Schon länger, oder? Noch 14. Und trippeln. Zehn Sekunden trippeln, dann kommt genau unser Laufen. Okay, laufen. Muss nicht im Takt sein, du kannst jederzeit auch schneller. Du kannst auch im Zimmer umherlaufen.
Häng an die Spannung. Puh, 15 Sekunden. Komm. Okay, dribbeln. Puh. Auch das Dribbeln kannst du im Zimmer umher machen. Bleibt immer 30 Sekunden. So, entweder Bounce oder Twisten. Spannung und leise abrollen. Immer noch. Zehn Sekunden. Und dribbeln. Zwei Schritte noch von dieser Runde. Auf, auf. Bist du gerade im Zimmer unterwegs? Dann auf alle Fälle wieder in 10 Sekunden bei mir sein. Jetzt kommen wieder außen, außen, innen, innen oder Jump. Nur noch 30 Sekunden. Komm, letzten 14, 13. Kannst jederzeit auch gehen. Trippeln. Noch ein Schritt von der Runde und dann kommt die noch längere und letzte Runde. Okay, entweder tippst du oder pendelst. Genieß nochmal 45 Sekunden, jetzt kommen dann die 60. Und dann noch mal alle Energie sammeln. Okay, letzte Runde. 30 Sekunden abrollen oder trippeln. 60 Sekunden die Schritte. Puh. Oh, ein Schritt oder 60 Sekunden, denk dran.
30. Zwanzig, und trippeln. Merkt man dann schon. 60 Sekunden sind schon länger. Aber die halten wir noch durch, ist ja die letzte Runde. Fünf Sekunden. Entweder walkst du jetzt oder läufst mit. Alles noch gut. 35 Sekunden. 15. Dribbeln. Komm, 10 Sekunden noch. Was kommt dann? Der Twist, genau. Eine Sekunde, entweder Bounce oder höher. Twisten, Arme nimmst du mit, wie du willst. Kannst auch größer. Sekunden. Kannst auch mal wandern, mal nach links, mal nach rechts. Noch 5 Sekunden und dribbeln. Sehr, sehr gut, wirklich. Auf, auf. Vier, drei, zwei und entweder so oder Sprung. Du kannst auch die Arme mal zur Seite nehmen. Noch 45 Sekunden. Noch 30 Sekunden. Zwanzig Sekunden. Vierzehn, dreizehn.
drüben. Eine letzte noch. Unser letzter Schritt gleich. Entweder Tap oder Pendeln. So, unsere letzte Minute. Jetzt kannst du alle Kräfte sammeln. Alle Konditionen. Halbe Minute noch. Zwanzig Sekunden noch. Komm. Endspurt. Fünf Sekunden. Und gehen. Atme ganz tief ein. Und nochmal aus. Tief ein. Ein. Nochmal. Und dann tippst du nach vorne. Rechts und links. Locker aus. Tippe mit der Ferse. Puls nach unten bringen. Ich komme so ein bisschen seitlich zu dir. Immer noch. Sehr fleißig, wirklich. Egal wie, ob du Low Impact, also immer ohne Springen mitgemacht hast oder High Impact mitspringen. Jetzt halte dann ein Bein vorne und tippe, schau mal. Schultern zurück, gerade Rücken. Und jetzt halt die Fußspitze oben, streck dein Knie und geh mit geradem Rücken tief, bis du die Dehnung in der Rückseite spürst. Aufrichten, einatmen. Fuß fassen, Knie zusammen, drück den Fuß gegen die Hand, Po fest, spür hier vorne. Ganz langsam wieder auflösen, andere Seite nach vorne und erstmal tippen. Vorkommen, halten, Knie strecken. Tiefer, Dehnung wahrnehmen. Merkst du? Einatmen, Fuß fassen, Knie zusammen, drück den Fuß in die Hand, Bauch fest. Auflösen, sehr schön. Schultern lockern, rechts, links nach hinten kreisen, richtig locker lassen. Schultern wieder fallen lassen, einatmen, Länge, ausatmen, nochmal ein und aus. Und jetzt halte die Arme hier, zieh die Ellbogen zurück, vielleicht noch ein bisschen höher, zurückziehen. Und ausatmen, lösen. Vielen Dank fürs Mitschwitzen. Ich hoffe, dir hat Spaß gemacht. Das ist natürlich das Wichtigste. Wenn du Lust auf mehr hast, geh einfach auf meinen Kanal. Da gibt es eine ganze Playlist mit Cardio.
Wenn du möchtest, sei natürlich auf jeden Fall morgen wieder dabei. Du weißt ja, 30 Tage lang hintereinander, 30 Minuten lang mit mir geschwitzt und schon möchten wir es gar nicht mehr missen. Also lade noch jemanden ein, sich auch mit uns zu bewegen. Vielen Dank, wenn du Lust hast, meine Arbeit wertzuschätzen natürlich. Danke, danke. Der Link ist unter dem Video, da steht deine Unterstützung. Klick drauf und dann kannst du auswählen, ob du mich monatlich mit 2,50, 5 Euro, 10, 20, 50 unterstützen möchtest, was es dir halt wert ist. Vielen, vielen Dank. Oder ganz einfach so bis zu unserem nächsten gemeinsamen Training. Ich freue mich auf dich. Bis dann.